play there, actually, from Killer Fish. Ridiculous back. Yeah, that's a great comeback from Killer Fish. Oh, no. Killer Fish, I'm going to LA. Yo, servus Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Shox und dieses Wochenende haben wir die Call of Duty European Championships 2015 stattgefunden. Es haben sich insgesamt 28 Teams aus ganz Europa hier in London versammelt, die sich natürlich vorab online qualifizieren mussten. Und die Top 14 dieser Teams dürfen nach Los Angeles reisen auf das $1 Million Tournament. Es haben jeweils zwei Teams einer Region gegeneinander gespielt für einen Spot nach Los Angeles. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns mal ganz kurz die einzelnen Ergebnisse an. Bei dem Benelux Qualifier konnte sich FaBe Allstars mit 13-0 durchsetzen. Team Finnland hat überraschenderweise gegen Team Orbit Schweden mit 13-0 gewonnen. Beim französischen Qualifier konnten sich insgesamt drei Teams für Los Angeles qualifizieren. Hypergames konnte mit 13-0 gegen Orks gewinnen, Vitality mit 13-0 gegen Nevros und Pulse musste sich mit 1-3 gegen Ascentiate geschlagen geben. Im deutsch-österreichischen und Schweizer Qualifier hat sich FaBe Deutschland mit 13-0 gegen NXG durchgesetzt und UX Gaming mit 3-1 gegen Rush. Bei den Italienern konnte NXG Rapid mit 3-1 gegen VfL Allstars gewinnen und bei den Spaniern Gamers 2 gegen Spirit Gaming auch mit einem 3-1. Bei den Vereinigten Arabischen Emiraten konnte sich ganz klar Clarity Gaming mit 3-0 gegen VWS Esports durchsetzen. Dann kommen wir noch zu den englischen Matches. Insgesamt vier englische Teams werden nach Los Angeles reisen, um die englischen Regionen zu vertreten. Einmal konnte TCM Gaming klar mit 13-0 gegen Barrage gewinnen, Epsilon mit 13-0 gegen Ambition. Millennium musste sich knapp mit 2-3 in einem sehr, sehr spannenden Match gegen Infused geschlagen geben und Avia Gaming konnte mit 13-0 gegen Intensity gewinnen. Somit haben wir für die Benelux-Länder FaBe Allstars am Start, bei den Nordic-Ländern Team Finnland, bei den Franzosen haben wir Hypergames, Vitality X und Ascentia, bei den deutschsprachigen Ländern haben wir FaBe Deutschland und UX Gaming, bei den Italienern NXG Rapid, bei den Spaniern Gamers 2, bei den Vereinigten Arabischen Emiraten Clarity Gaming und bei England, Irland haben wir TCM Gaming, Epsilon, Infused und Avia EU. Zum zweiten Spieltag der European Championships, wo alle 14 Teams, die sich bereits für Los Angeles qualifiziert haben, nochmal gegeneinander spielen, wie eben schon gesagt, um die $10.000 und um die Seedings für LA, komme ich in einem extra Video noch drauf zu sprechen, das wird morgen, denke ich mal, online kommen. Da schauen wir uns nochmal die einzelnen Matches etwas genauer an, gucken uns den Turnierbaum nochmal genauer an. Momentan ist es nämlich so, dass noch die Finals laufen, aber ich verrate euch jetzt hier nicht zu viel, ich will hier nicht spoilern. Wenn ihr das Video wieder informativ fandet und es euch gefallen hat, lasst mir bitte einen Like da, lasst mir einen Daumen nach oben da. Bitte auch nicht vergessen, Deserto Germany natürlich zu folgen, die hier wirklich das ganze Wochenende eine super Coverage gemacht haben. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, servus, euer Shox.